Und damit herzlich willkommen für ein neues Abenteuer hier in Trainsim World. Wir machen die Triebzuglieferung nach Aschaffenburg. Willkommen im Haupttransportbahnhof. Ihr Zug in dieser Lokomotive wartet bereits auf dem Nebengleis auf Sie. Heute werden Sie einen Triebzug mit einer weiteren 204 bilden und dann war der Text zu schnell weg. So, unsere Schönheit. Wirklich eine schöne Lok. Würde ich auch gerne mal in echt mitfahren mit der. Die machen wir jetzt erstmal einsatzbereit. So, einmal hoch hier. Tür zu. Das erste, was wir jetzt hier machen, ist Fenster auf. Dann haben wir ein bisschen besseren Sound. Bremsschüssel ist rein und weil das hier die 1 ist, macht man hier sagen hinten. Vordere Spitzlicht bleibt aus und Signal vorne links geht auf rot. Rot. Hinten ein, hinteres weiß, weiß. Dann müsste das eigentlich passen. Habe ich noch was vergessen? So, das schaut gut aus. Ich dachte, der Motor geht jetzt noch mit an. So, dann einmal lösen. Einen Wagen angucken, beziehungsweise unsere Lok. Abmarsch. Sehr gut. Was? 10 km/h war ich hier da vorne. Okay, aber Zwerg ist offen. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Die Sitzhöhe. Hallo? Komm. Dankeschön. Dann sieht man hier mal ein bisschen mehr. So, ich muss mal schauen, ob das... Okay, Rail Driver funktioniert. Eine Testfahrt hat er nämlich nicht so wohl, wie ich das wollte. Und da bin ich dann aus Versehen in die andere 204 voll reingerauscht. Und jetzt habe ich nochmal die Calibration gemacht und jetzt scheint es gut zu sein. So. Irgendwie hätte ich gerne Kamera hier so ausgetragen. Gab es eigentlich für die, oder gibt es für die 204 eine Funkfernsteuerung? Also in echt? Es ist ja keine hier irgendwie angebracht. Das erste Hilfekasten. Irgendein anderer Sicherungskasten. Ihr seht zumindest keine Fernsteuerung. So, da vorne ist sie, die Nummer 2. Achso, Sanden. Dann werden wir mal ein bisschen bremsen. So, wir gehen mal davon aus, wir haben da so einen kleinen Helfer mit dabei. Das war ein bisschen zu viel, oder? Na gut. Ich würde davor mal kurz stehen bleiben, als wie zu schnell da reinzufahren. Wunderbar, einmal dran. Einmal noch ankuppeln. Perfekt. Naja, ist jetzt. Ah doch, Herz genommen. Südre, wir gehen mal kurz hier rein. Dann bei. Das machen wir hier aus. Das machen wir hier aus. Und das machen wir aus. Und anstatt hier rot gehen wir auf weiß. Und ein.
Und hier gehen wir auf neutral. Ziehen den mal. Schlüssel auf inaktiv. Musst du dafür nicht? Warte mal. Vollständig direkt die Bremse grüßt. Moment. In welcher Stellung ging der Bremsschlüssel raus? Laufen aus. Ach so. Okay, jetzt. So, bewegen Sie sich zur anderen Lokomotive, um die Triebwagenfunktionalität einzustellen. Okay. Einmal da rein. So, da, Batterie, glaube ich, war auch hier. Okay. Warten Sie, bis das Motorwasser und Getriebeöl eine normale Temperatur erreicht hat. Ich würde ja mal sagen, in echt geht es nicht so schnell. Okay, stecken Sie den Abschlüssel in der zweiten Lokomotive ein. Egal wo. Oh, hier läuft jetzt der Motor nicht, oder? Oder willst du es hier drin haben? Okay, hier. Richtungswender auf nur Motor. Hätten wir. Handbremse aufgelöst. Sehr gut, hätten wir das auch geschafft. Gehen Sie zur ursprünglichen Lokomotive zurück und setzen Sie sich in den Lokführersitz. Ja, und. Achso, der bleibt jetzt hier drin, auf nur Motor oder wie? Oh, wird schon seine Richtigkeit haben. Bin zu. So, einmal zu. Den Sitz hätte ich auch gern oben. Komm, Sitz höher. Hallo, Sitz höher. Danke. Also das war die Sitzposition. Die Höhe. Alles klar. So, setzen Sie den Mehrfach-Traktionsschalter auf Vielfach. Wo ist denn das? Wo ist das? Wo ist das? PCB, Sanden, Instrumentenbeleuchtung. Bestimmt irgendwo hier, oder? Nö. Ach, da. Vielfach. Also, ich starte mal für den zweiten Motor für 5 Sekunden gedrückt. Zweiter Lokomotive nur Start, Stopp. Ah. Stopp. Geiler Sound. So, Hauptschalter ist drin. Ich bin wieder vorwärts. Hätten wir drin. Und Schlüssel auf Aktiv. Mach mal. Und für die Bremse auf Lösen. Ah, warte mal. Was mir jetzt gerade einfällt, müssen wir mal wieder hinsetzen. Hier nichts ruht. Das ist falsch. Das machen wir jetzt noch. Wobei, ich glaube, ich konnte ja vorne und hinten weiß sein bei Rangierfahrten, ne? Meinte ich. So ist es bei dem Video mit der V60, haben sie mir das da gesagt. Ich mache es jetzt hier trotzdem mal rot. Das ist 2. Signallicht hinten. Signallicht hinten rechts. Rot. Links rot. Ist er rot? Nice. So, du bist in gelöst. Du bist auf gelöst. Sehr gut. Einmal lösen. Alles klar. Dann Hauptbahnhof. Also Hafenbahnhof neben Gleis 401. Kommen wir da mal hin. Oh, und einmal im Doppel.
Ah, das war die Fenster offen. Sehr gut. Bleibt auch offen. Ja, wir können jetzt ja die Nummer aufmachen. Wir sind so schnell, aber das hat jetzt keiner gesehen. Wissen wir, was los hier? Ah, da hat sie Handweichen. Ich hoffe mal, wir fahren jetzt aufs richtige Gleis. Das hätte ich natürlich vorher prüfen sollen. Ja, typisch ich. Einmal auf gut Glück fahren. Aber Meteranzeige geht zumindest mal nach unten. Wie spät ist es eigentlich? Achso, 19.11 Uhr. Ah, da steht ja was. Mal ganz kurz gucken. Ja. Vor diesem Wagen muss man anhalten. Zudreh. Anhalten. Ist das jetzt zu weit weg oder? Ne, jetzt kommen. Okay, an die Wagen ankuppeln. Wenn da nicht gerade direkt ankuppeln. Ist ja unnötig, vorher stehen zu bleiben. So, Crane ist auch in Operation. Außer bitte nichts auf die Gleise hier runterfallen. So, dann abgucken. Ah, angucken so. Genau, abgucken. Da wären wir dran. Südli. Dann werden wir hier mal das hier wieder wechseln. Ist gelöst. Du gehst mal bitte auch aus. Inaktiv. Nicht on. Schlüssel raus und jetzt hätte ich gerne noch, muss das auf Vielfach bleiben, eigene Lok, Vielfachschalter, wir machen das anders. Warum kann ich jetzt hier, warum hast du mir jetzt gerade das Ding hier gesperrt? Hey, was soll denn das? Jetzt geht's wieder. Eigene Luft, wie viel? Da hier raus. Ich will aber nicht in der Lokomotive jetzt da hochfahren. Das machen wir bestimmt nicht. Lichter. Lichter bitte aus. Dankeschön. Aus, aus, aus. Aus. Spiel, du bist ja komisch. Oh, einmal hier rein. Eigene Lokomotive vielfach. Südli. Vorwärts. Ja, jetzt geht er natürlich hier mit dem Ding nicht weiter. Sollen wir einfach trotzdem fahren? Und mal schauen. Plan. Scheiße, das tut er mir aber dann halt nicht.
Ach, das ist doch beschissen. Ich will doch nicht da hinten in der Lok drin sitzen. Aber, ah, ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Ich mach's mal hinten genauso, wie ich es haben will. Und tu's aber dann gerade wieder abrüsten. So. Da, da. Bis jetzt. Komm, steht auf aktiv. So. Kann man gerade wieder ausmachen. Neutral. Ein Schlüssel. Ja. So geht's auch. Wisst ihr was? Lass mal die Tür mal offen zum Lüften. Machen wir mal zu. Fenster auf, bitte. Gleiches Spiel hier nochmal. Ein Schlüssel rein. Und lösen. Und da hätte ich gern. Weiß. Was ist das jetzt? Da haben wir aber gar kein Täfelchen da hinten. Ich spare mir das jetzt, da nach hinten zu laufen. Okay. Wird jetzt gerade interessant, dass er hier den Richtungswender von der Position her gar nicht anzeigt. Beide reagieren aber normal. Also diesmal sollte ich vielleicht mal die Weichen prüfen. Ja, aber das sieht okay aus. Jetzt hat er die Kamera hier platziert. Ach, warte mal, ich kann das ja, glaube ich, hier so machen. Ah, gibt mir aber gar nicht die Option dazu. Ja, dann halt nicht. Das Zughorn ist irgendwie leise, finde ich. Das könnte man noch ein bisschen lauter machen. So, irgendwo da hinten muss eine Drehscheibe sein. Das sah zumindest auf dem Gleisplan irgendwie so aus. Drehscheibe. Keine Drehscheibe in Sicht. Ja, wobei, vielleicht da hinten. Oh, mal ganz kurz. Sieht doch nach. Ah, hier ist sie. Schön. Kann man doch bestimmt bedienen, oder? Ich gehe zumindest mal auf. Ja, ich kann natürlich nicht rein. Geil. Okay. Cool. Mal schauen, vielleicht gibt es nochmal ein Szenario, wo wir natürlich aber wieder was machen müssen. Södere, 600 Meter noch. Lass mich raten. Die anderen Sachen müssen wir hier auch noch holen und dann geht's mit irgendwo anders hin. Oh, sehen wir Schmackes. Ganz nach vorne. Ja, Stufe 2.
wobei ich würde jetzt dann, glaube ich, langsam anhalten. Ja, ich würde sagen, jetzt. Einmal bremsen bitte. Perfekto. So, Fahrzeuge abkuppeln. Machen wir doch. Hätten wir das. Und jetzt? Öffnen Sie die 2D-Karte und stellen Sie den markierten Weichen ein. Ja, okay, können wir machen. Mal so. Noch eine. Ja, das ist aber auch nicht richtig. Du bist ja geil. Also, das geht so, das geht so. Ja, passt. Alles klärchen. Dann düsen wir da mal runter. Kann man dich da nach oben machen, bitte? Na, nach oben. Dankeschön. Südli. Ich könnte damit recht haben, dass wir vielleicht da noch was dazu tun und dann wegbüßen. Mal sehen. Haben wir aber nicht viel Platz da, ne? Sah auf der Karte ein bisschen länger aus. Können wir eigentlich hier mal. Wobei, reicht es eigentlich? FCD-Karte und mal so die Kette weichen ein. Ja, machen wir mal. Welche denn? Ah, nee, die war's nicht. Welche markierte Weiche willst du eingestellt haben? Der Marker ist ja komplett falsch. Aber wir können jetzt nur probieren. Ah, das war die Weiche. Okay, und jetzt hier einfach anhalten. Ah, über einen Ort fahren. Okay. Ich glaube, ich mache das mal, dass jetzt überall weiß ist. Ich würde das gerne nochmal. Achso, warte mal. Wir müssen ja noch abrüsten hier. Wieder neutral. Zödli. Du gehst auf aus. Dankeschön. Du bist gelöst. Inaktiv. Irgendwas vergessen? Glaube nicht. Einmal runter. Also, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob ich. Also, bin ich jetzt hier an Skifahrt und mache das vor dir hinten. Weiß ist, ob das okay ist. Hier rein. Söle. Ah, shit. Ich glaube, das muss ich hier noch ändern. Das habe ich jetzt vergessen. Das wäre vielleicht auch noch was. Ist das ein bisschen unnötig, was ich da mit der Mehrfachsteuerung mache? Dass quasi die Sekundär-Lok auf eigene ist und die Primär auf Vielfach. Ist das so richtig, dass ich das jedes Mal umstelle? Ich kenn's halt nicht vom echten her. Aber ich mach's jetzt einfach mal so. Scheint ja zu funktionieren. Vielfach. So. Ja, nach vorne bitte, danke. Den Schlüssel rein. Lösen. So, Lichter. Nochmal auf Weiß. Ja, scheint zu passen. Und Abfahrt.
Haben wir da jetzt auf? Nee, okay, sehr gut. Für einen kleinen Moment dachte ich gerade, wir fahren auf Wagen auf. An dem Ort an einem Hafen- und Rangierbahnhof Nebengleis. Ist das wieder das Gleis, wo wir gestartet sind? Nö. Das ist hier draußen. Welche Wagen wären es? Wären es die Autos sein oder das kleine da hinten? Ich tippe mal auf die Autos, dass wir die jetzt dann dahin bringen. So, jetzt wurde mir da anhalten. Gehen wir schon mal in die Bremse. So, wir mal stehen bleiben. Also zum Bremsen braucht es ja schon eine Weile, ne? Ist dir das jetzt ernsthaft zu weit weg? Ach, Mann. Gut, dann fahren wir halt ein Stück rückwärts. Ey, jetzt die paar Meter spielen. Ist jetzt nah genug. Okay, an einer Formation ankuppeln. Und welche ist es? Ach, die gleiche wieder. Sind einfach nur. Ja, okay. Ich glaube, ich spare mal das jetzt mal, dass ich in einen Führerstand reingehe. Sind wir ja hier nie fertig. So, Einfahrt auf das besetzte Gleis. Wie Schinkerp aus ATD? Schreibfehler oder soll das nicht eigentlich AG sein? Ah, bremsen. Das gibt jetzt einen festen Ruck. Au! Autsch, das hat weh getan. Uah. So. Dann tun wir mal ankuppeln. Ich kann es eigentlich erst eher anziehen. Wunderbar. Ja, mal dran. Aua. Das war ziemlich.
Was? Gehen Sie zur ursprünglichen Lokomotive zurück und setzen sich in den Lokführersitz? Also, da sitze ich ja. So, Aschaffenburg. Linie 1,8 Kilometer. Muss ich dafür irgendwas einstellen? Sieht nicht so aus. Oh, wir fahren da einmal schön im Kreis. Ja, okay. Dann machen wir das. Aber jetzt ist da keine Rangierfahrt mehr. Jetzt sollte man ja hinten die Lichter ausmachen. Das ist störend, wenn die da so an sind. Ja, ich glaube, mich stört's. Gehen wir schnell in die andere Lok. Lichter aus. Ah, das warst du und die Kollegen hier. So, drei. Man hat das seine Ordnung. Ist aus. Perfekt. So, einmal einsteigen. Einmal hier rein. Und vorwärts wäre natürlich noch sehr gut. Und Abfahrt. Oh, da haben wir jetzt die Dinger dran. Nächstes etwas. Du schaffst es. Sind ja, glaube ich, jetzt effektiv 4 Motoren, die da jetzt laufen. Ich meinte, der hat ja 2. Alles grün. Ciao, liebe Kollegen, die hier vielleicht noch arbeiten. Jetzt einfach keinen Unfall bauen. Diese Klappen hier oben, die gehen ja 100 Pro, die werden ja vermutlich irgendwie gesteuert, oder? Aber die gehen ja da teilweise ja wieder zu. Macht er das nach Temperatur, wann die aufgeht, oder ist es nach Lüfterleistung? Wenn es dann stark genug ist, dann geht es auf. Und dann geht jetzt wieder das zweite Paar hier zu, das vordere. Aber eigentlich sieht das halt aus. Also ich sag's jetzt einfach als Laie, aber das sieht eigentlich so aus, als würden die Klappen einfach vor der Fahrt aufgemacht werden, und wenn die Lok steht, macht was zu, damit es nicht reinregnet. Ich sehe einfach nichts, wo hier dran wäre, dass das irgendwie mechanisch auf und zu geht. Also gerne mal in die Kommentare reinschreiben, würde mich interessieren. Aber ich vermute mal, das machst du händisch auf, wenn du halt mit der Lok fahren willst, und dann halt am Ende der Schicht machst du es wieder zu. So, wir können mal ein bisschen mehr Schmackes geben. Bodentextur ist überhaupt nicht wiederholt. Ah ja, aber ansonsten passt schon von der Landschaft hier. Noch ein bisschen mehr Schmackes. Ja,
langsam fahren, maximal ein bisschen ausfahren. Und da kommt irgendwas von der anderen Seite. Reisegeschwindigkeit wäre erreicht. Fürs Erste. Wisst ihr was? Ich glaube, ich stelle mich mal da so hin. Mal ein bisschen was zu gucken. Oh. Nette verschlafene Gegend da. Und alle Anwohner hier haben das wahnsinnige Glück, hier regelmäßig vermutlich Güterzüge zu sehen. Ich nehme mal eine Kurve hier so rüber, ne? Ja. Was, bis hierhin darfst du rangieren? Das ist aber ganz schön weit. Jetzt so rein vom Bahndamm jetzt mal aus gesehen. Sieht so aus, ob das vielleicht eventuell mal zweigleisig gewesen ist. Ganz schön breit. So, alle grün für uns, perfekt. Also auch da die Brücke. Ich glaube, das war mal zweigleisig. Moin! Die nächste Linie daher. Was auch immer da hinten ist. Wir gehen mal wieder rein. Yes, wir kriegen wieder Geschwindigkeit. Eigentlich könnten wir mal Führerstandsbeleuchtung anmachen. So die hintere, damit es uns nicht blendet. Was ist? Ach so, okay. Kilometer, bis wir 100 fahren dürfen. Und dann waren es noch 600 Meter, und dann müssen wir anhalten. Keine schnelle Fahrt heute, vermute ich. Jetzt haben wir mal Zeit für einen Kaffee. So. Ja, mittlerweile schon wieder kalt ist. Ah, super. Schöner kalter Kaffee. Die man jetzt gerade ziemlich gut Eiskaffee machen könnte. Bei uns hat es ja zum ersten Mal 30 Grad erreicht. Im Zimmer geht es gerade noch, Fenster offen, Ventilator würde laufen, würde ich keine Aufnahme machen. Nach der Aufnahme kommt der wieder an. Aber Gott sei Dank hat die Wohnung selber so eine aktive Lüftung. Das Luft steht nie so wirklich. Das ist echt, echt super Luxus. Wenn man so eine Wohnung hat mit Lüftung. Klimaanlage wäre auch geil, aber die kostet wieder. Da war auch schon ein bisschen älter, die Signale hier. Zwei Kilometer noch.
wird vermutlich ein Kollege mit einer E-Lok übernehmen. Ist die 204er da in Aschaffenburg wirklich unterwegs oder unterwegs gewesen? Eins von beiden. S-Bahn bleibt hier auch noch stehen. Diesel S-Bahn. Oh, ein weniger schwieriges. Oh, Schaffenburg hat eine Oberleitung, oder nicht? Da kommt es da hinten noch. Ich bin nicht von hier, bitte entschuldigt. Ah, Leute, geht's hinter die Linie. Jedes Mal das Gleiche. Furchtbar. Oh, okay. Jetzt gibt's Tunnelgewitter. Ah, ist aber noch ein kurzes Erlebnis. Wir sollten vielleicht bremsen, so auf Minimum. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Oder auch nicht. Jetzt suchen wir wieder schneller. Nice. Jetzt ist es 1,6 Kilometer. War ja noch im Gas, ist super hält. Immer schlau gegen den Motor zu arbeiten. Nächster Antipunkt. Oh, nichts mit Oberleitung. Breaking Minimum. Das hat schon auch was jetzt, das mit der Sonne. Die Lichteffekte sind ja schon ganz nett. Müssen wir ihn lassen. Ach, da ist er ja. Die Oberleitung, die ich gesucht habe. So richtig schön ins Gesicht rein. Und der Stellberg. Das war ein guter Ausblick von da oben. Ja, Wahnsinn. Da ist ja tatsächlich noch ein anderer Zug hier. Ich bin ja doch nicht ganz so alleine. Wenigstens einer. Und jetzt, weil ich mich sehen hat, wird er dann vermutlich abhauen. Radio Logistics. Auf jeden Fall bin ich noch bis zum Signal. Und er meint, wir sollen jetzt aber schon mal anhalten. Dann tun wir das halt. Wenn es ihm nicht so weit wird. Da ist der Magnet. Na komm, bleib stehen. Bist du jetzt glücklich?
Ach, das war schon. Nicht mal mit Abstellen und so. Ah, schade. Na gut, machen wir mal was anderes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Oder sogar ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.